Und da ist er wieder. Der schreckende Gangster. Der Traum aller Frauen. Der Unwiderstehliche. Kommissar X in drei grüne Hunde. Eine Verbrecherorganisation versucht, das Trinkwasser von Istanbul mit LSD zu vergiften, um die Truppen des östlichsten NATO-Stützpunktes kampfunfähig zu machen. Aber da ist er. Kommissar X in drei grüne Hunde. Zauberhafte Frauen. Gangster, die vor nichts zurückschrecken. Und ein mörderischer Kampf aller gegen alle. Rauschgift im Wert von 3 Millionen Dollar bedroht Istanbul, die herrliche Stadt am Bosporus. In den verschwiegenen Bars der Altstadt werden schöne junge Mädchen die Opfer skrupelloser Rauschgifthändler. In dem Superkrimi Kommissar X, drei grüne Hunde. Tony Kendall als Kommissar X. Und Brett Harris als Captain Rowland. Bestehen ihr bisher größtes Abenteuer. In Kommissar X, drei grüne Hunde. Ein Abenteuerfilm, der alle bisherigen dieser Serie in den Schatten stellt. Vor diesem fantastischen Panorama, Kommissar X, drei grüne Hunde. Kommissar X, drei grüne Hunde. Ein Film von Rudolf Zietgruber nach dem gleichnamigen Kommissar X-Roman. Kommissar X, drei grüne Hunde.